So Leute, heute in diesem Video soll es mal hier um diesen besonderen Skin hier gehen. Und zwar haben mich einige von euch gefragt, wie man den jetzt letztendlich umstylen kann oder wie man seinen eigenen Skin kreieren kann. Das Ganze werde ich euch jetzt mal hier zeigen. Also man kann nicht hier auf Stil bearbeiten klicken, sondern man muss woanders hingehen. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen, falls ihr neu da seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sind jetzt hier beim Battle Pass und ihr müsst dann hier oben rechts auf Upgrade Tresor gehen. Ihr braucht natürlich den Battle Pass, ansonsten könnt ihr das Ganze, denke ich mal, nicht machen. Und hier sehen wir dann den Skin hier. Dann klickt ihr einmal auf den Skin. Und hier habt ihr dann, ja, die Sachen, die ihr ausrüsten könnt. Das Ganze wird hier verfügbar in 3 Wochen, in 4 Wochen. Also ungefähr, also in 3 Wochen kommt dann jede Woche ein weiterer Stil raus. Ihr könnt euch das Ganze auch hier anschauen. Ich werde mir mal gemeinsam mit euch anschauen. Und zwar kann man hier die Haare switchen. Ich werde wahrscheinlich, ich glaube, ich werde mich mal hier für eins entscheiden. Oder ich warte, bis ich alle freigeschaltet habe. Und dann werde ich mir einen kompletten Skin zusammenstellen. Das würde ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr haben möchtet, dann wartet lieber. Oder schreibt euch alles auf, was ihr haben wollt. Und dann wartet einfach, bis ihr das euch freischalten könnt. Weil nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie rote Haare macht. Und dann passt das andere Zeug gar nicht zu den roten Haaren. Dann denkt ihr euch, ja, jetzt habe ich hier einen Skin, den ich jetzt gar nicht mehr spielen wollen würde, weil der so komisch aussieht. Aber der ist eigentlich nice zum Zocken, weil ich das Ganze hier falsch ausgewählt habe. Deswegen denkt davor ein bisschen früher nach, schreibt euch das Ganze auf und dann macht ihr da auf jeden Fall nichts falsch. Also, ich werde wahrscheinlich, boah, der sieht auch schon sweaty aus. Was haben wir hier? Okay, das gefällt mir nicht so wirklich. Sieht aus wie ein Kerl von hinten und von vorne nicht. Okay, was haben wir hier? Rot, nee, also ich würde echt sagen, schreibt es mal in die Kommentare, ob ich Standard oder Pferdeschwanz nehmen soll. Ich denke mal, ja, ich weiß, das könnte, glaube ich, in-game stören. Ich denke mal eher, dass ich den hier nehmen würde und das könnt ihr halt nur echt einmal machen. Also wenn ihr das Ganze ausgerüstet habt, könnt ihr das Ganze auch nicht mehr rückgängig machen. Deswegen passt da echt auf, wie gesagt, schreibt euch das Ganze auf, damit ihr da nichts falsch macht. Dann kommen wir hier auch schon zu den Tattoos. Okay, warte mal, ich fange mal von vorne an. Das ist hier ohne Tattoo. Ich könnte jetzt hier theoretisch eins auswählen, aber ich mache das Ganze nicht. Aber ich zeige euch das Ganze mal hier. Okay. Was haben wir hier noch? Okay, das wäre mir, denke ich mal, zu viel. Ich denke mal aber, dass ich die Tattoos weglassen werde. Oder ganz schlicht hier einfach so. Nee, das. Nee. Ich denke mal, die Tattoos werde ich weglassen. Was haben wir hier noch am Start? Die Ärmel. Okay, was verändert sich da bei den Ärmel? Was ist das hier? Nicht Zigaretten. Von hier sah es gerade so aus, als ob da eine blaue Schachtel drin wäre. Aber ich denke mal, man kann da irgendwas anderes einfach reinmachen. Dann haben wir hier komplett ohne Ärmel, oder? Genau. Da würde ich aber eher die Tasche dran lassen. Warum habe ich denn jetzt die roten Haare? Bitte habe ich mich nicht dafür entschieden. Das wäre echt RIP. Genau, danke. Nicht, dass ich mich hier random entscheide oder so. Das wäre echt nicht nice. Schuhe kann man auch. Ist es das zweite überhaupt? Also das. Ja, genau, das ist es. Okay. Schuhe. Was kann man hier auswählen? Okay. Da würde ich sogar. Warum kann man denn den kompletten Skin nicht sehen? Das ist ja voll RIP. Warte mal, kann man hier zurückgehen? Ah, okay. Ja, würde ich theoretisch sogar so lassen. Was haben wir hier? Okay, das sieht nice aus. Ah, da gibt es echt viele. Die sind. Okay, das ist so eher ganz schlicht. Wie sieht das hier von hinten aus? Auch nicht schlecht. Sieht auch nicht schlecht aus. Oha, hier gibt es echt viele. Ich gehe nochmal alles durch. Ich dachte, es wäre ein weißes T-Shirt, aber hier sieht es irgendwie nicht so weiß aus. Was haben wir hier? Okay, nee, das würde ich nicht so machen. Das sieht cool aus. Auch nice. Das gefällt mir sehr. Das wiederum ein bisschen schlechter, was auch nicht schlecht aussieht. Nee, würde ich sogar nicht machen. Das Blöde ist halt, man kann es echt nur einmal machen. Also, es ist halt echt, man muss sich das Ganze hier echt gut überlegen. So sieht es dann aus. Ah, es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig, seinen eigenen Skin hier zu kreieren. Aber ich finde das cool. Eine coole Aktion von Epic Games, dass die das machen. Also, ihr müsst dann halt immer irgendwelche Aufgaben machen. Das wird dann hier sowieso angezeigt. Also, da bei dem Battle Pass, wo man diese Karte auf diesem Tisch sehen kann. Das zeige ich euch aber dann gleich nochmal. Dann kommen wir hier zu der Weste. Was haben wir hier alles? Boah, das sieht schon böse aus. Boah, das gefällt mir. Das ist eher weniger. Na, auch schwer, auch sehr schwer, muss ich sagen. Aber ich würde die hier nehmen. Dann würde ich die hier so lassen.
Aber das Tuch hier gefällt mir ja gar nicht. Was ist das hier? Helm. Okay, was für ein Helm? Ach, das ist ja witzig. Die erinnert mich an die Waffenexpertin, oder? Kann es sein? Heißt die so, Waffenexpertin? Ich glaube aber schon. Dann haben wir hier, okay, mit so einer Brille obendrauf. Mit so einer Mütze. Nee, würde ich jetzt nicht machen. Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich würde sogar, glaube ich, komplett ohne machen. Genau. Ich will komplett ohne, oder? Na, es ist witzig, aber ich glaube, so zum Spielen gefällt es mir mehr ohne. Dann haben wir hier noch die Hosenfarbe. Okay. Da gehen wir auch mal kurz alles durch. 8 Hosen kann man da. Okay. Nee. Nee. Nö. Na, ich weiß nicht. Entweder man macht halt voll den krassen, crazy Skin oder man macht eher so den schlichten Skin. Wie sieht diese Hose hier aus? Die passt halt mega zum Top oben, also zu der Weste. Ich glaube, ich lasse es so. Dann Gesichtsbemalung. Was haben wir hier am Start? Okay, drehen wir mal den Skin ein bisschen so um. Hier, was verändert sich hier? Wartet mal. Da verändert sich doch gar nichts. Ach, die bekommt so ein bisschen Make-up. Das sieht... Okay, ich sehe, was sich da verändert. Also, ihr müsst mal auf die Lippen achten. Achtet mal auf die Lippen. Die verändern sich. Das würde ich sogar vielleicht nehmen. Nee, das eher weniger. Das auch nicht. Okay, da gefällt mir sogar das hier am besten. Würde ich das hier dran lassen. Und dann kommen wir auch schon zum Schal. Okay. Kann man den Schal weglassen? Oh, okay. Das ist, glaube ich, mein Favorite Skin. Okay, man muss hier alle 9 Wochen abschließen, damit man wirklich dann auch den Schal upgraden kann oder halt ihn weglassen kann, denke ich mal. Weil hier steht das nämlich zum Freischalten. Muss man alles gemacht haben. Was kann man hier bei mehr Infos sehen? Eigentlich gar nicht. Okay, ja, kauft ihr den Battle Pass, genau. Okay. Schließe jede Woche Mission ab, das habe ich euch auch schon erzählt. Oha, die sehen auch cool aus, die Designs hier. Aber ich finde meinen am besten. Aber ist natürlich Geschmackssache. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier so findet. Also mein Stil. Ich weiß, okay, wenn ich jetzt zurückgehe, ne? Okay, es verändert sich alles. Schade. Ich hätte gedacht, dass es gespeichert bleibt oder so. Und was ist hier eigentlich mit den Waffen? Es wäre cool, wenn man die Waffen also entscheiden könnte, welche die in der Hand hält. Weil wenn man hier zur Lobby geht, dann hält die ja hier die P90. Würde ich auch cool finden, wenn man das Ganze selber entscheiden könnte. Ich mach mal ganz kurz hier die Musik leise, oder? Ah, nee, die ist hier. Nee, die ist okay. Also, um die Aufgaben dann zu lösen, die habt ihr wahrscheinlich eh schon alle gelöst. Es steht dann hier oben, also aktive Challenges habe ich jetzt keine. Aber ihr könnt dann hier so switchen und da steht Meyers Aufgaben. Dann die Woche 2 Aufgaben und das ist eigentlich ganz cool gemacht hier. Man kann auch hier sehen, wo man landen muss oder wo man die Truhen sammeln kann. Finde ich echt cool gemacht. Habe ich noch eine tägliche Aufgabe? Nee, habe ich nicht mehr. Ich werde dann auch noch heute oder morgen ein Video rausbringen, wie ihr schneller in der Season leveln könnt. Falls euch das Ganze interessiert, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Macht alle Benachrichtigungen an, denn das ist sehr wichtig, damit ihr dann eine Benachrichtigung bekommt. Was haben wir nochmal heute im Shop am Start? Okay, das ist bei mir irgendwie hier verbuggt. Stimmt, dieser coole Skin ist am Start. Der gefällt mir. Genau, sonst... Der Shop ist ganz okay, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen, falls ihr mich supporten möchtet oder euch noch nicht den Battle Pass gekauft habt. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze machen würdet. FER-JS, danke für euren Support. Gut, sonst gibt es eigentlich gar nichts Besonderes mehr zu sagen, denke ich. Der Skin ist heftig. Habt ihr eigentlich schon den Windglider, Leute? Ich habe heute echt drauf geschwitzt, den Windglider zu bekommen. Was ich an dem Windglider aber leider auszusetzen habe, ist, warum der nicht komplett Gold ist. Das würde ich ja mal brutal feiern, wenn er komplett Gold wäre, oder? Wie mit den Skins, die komplett Gold werden. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann mal oben rechts auf das i klicken. Dort kommt ihr zu diesem Video, wie ihr diese Skins komplett Gold bekommt. Also diese ganzen Battle Pass Skins, die werden nach einer Zeit Gold. Einfach draufklicken, dann wisst ihr Bescheid, wie das Ganze geht. Aber was ich bei dem Gleiter, wie gesagt, auszusetzen zu habe, ist, dass der nicht komplett Gold ist. Was ich feiern würde, ist, wenn ihr... Zum Beispiel jetzt hier, ich bin jetzt gerade hier Level 15. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Level 100 wäre, dass der Gleiter sich anfängt, komplett in Gold zu verwandeln. Also immer mehr, immer mehr. Und sagen wir mal, keine Ahnung, ab Level 300 wird er dann komplett Gold. Und diese Stange hier natürlich auch, weil ich finde, es ist schon cool gemacht, aber es ist irgendwie nicht cool genug für mich. Das erinnert mich irgendwie so an Versace. Oder? Schreibt mal die Meinung, also ob ihr das auch so empfindet, dass das wie Versace-Look aussieht. Ich finde es schon mal, wo sich Monte so ein paar Sachen gekauft hat von Versace,
sah das relativ gleich aus, also die Muster. Wie gesagt, würde ich ja mega feiern, wenn das Ganze Gold werden würde. Das liegt natürlich nicht in unserer Hand, das liegt in Epic Games Hand, ob die das Ganze tun oder nicht. Schreibt eure Meinung dazu, zu den ganzen Sachen hier in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen, beziehungsweise etwas längeren Video.